Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich persönlich habe selbst einen Podcast namens Gut Genug, wo ich viel über die Themen mentale Gesundheit, Stress, Schule und das alles rede. Und es kamen auch einige Fragen von euch, über den Podcast ich eigentlich selbst gerne, außer diesem Podcast natürlich, selbst gerne höre. Und heute möchte ich euch mal meine Lieblingspodcasts vorstellen, in der Hoffnung, dass sie euch vielleicht auch inspirieren können. Also viel Spaß beim Angucken des Videos. Ich habe das Ganze in 4 Kategorien aufgeteilt, und zwar einmal in Politik und Information, in mentale Gesundheit, in Entertainment und dann noch in Sprachenlernen. Ich persönlich finde es sehr wichtig, immer auf dem Laufenden zu sein, was die Politik angeht, um mich da immer zu informieren. Gerade auch, weil ich im Politik-Leistungskurs bin und deswegen immer up-to-date sein muss mit den ganzen Geschehnissen. Da habe ich 2 Podcasts, die ich immer sehr, sehr gerne anhöre, sehr, sehr regelmäßig auch anhöre. Und zwar ist einmal der Podcast Lage der Nation und einmal der Podcast Tagesschau in 100 Sekunden. Falls du nur wenig Zeit hast, aber so die Kerninformation immer haben möchtest, kannst du einfach die Tagesschau in 100 Sekunden anhören. Das ist ein Podcast, der jeden Abend rauskommt und einfach die Tagesschau in 100 Sekunden zusammenfasst. Meine Mutter hört diesen Podcast auch jeden Abend und ich höre das immer so ein bisschen mit im Hintergrund, aber eigentlich ist mein Lieblingspodcast, was das angeht, die Lage der Nation. Und zwar ist dieser Podcast eher ausführlicher und er geht meistens wirklich so 1,5 bis 2 Stunden und fasst aber die ganzen Geschehnisse aus einer Woche zusammen, die in der Politik passiert sind. Es ist für mich schon eine Routine, dass ich diesen Podcast jeden Freitag auf meiner Gassi-Runde mit meinem Hund anhöre und wir dann meistens so 1,5 Stunden, 2 Stunden spazieren gehen. Also ich höre Podcasts meistens sogar auf 1,5 Geschwindigkeit, also ein bisschen schneller. Und ich höre das dann immer an, mache ja manchmal auch so Notizen zu wichtigen Sachen. Bei der Kategorie mentale Gesundheit habe ich 4 bzw. 5 Podcasts. Und zwar ist es einmal der Podcast von Diana zu Löwen. Sie hat nämlich 2, und zwar einmal Relationship. Das kommt sozusagen von Me und Relationship, also Relationship, also die Beziehung zu mir. Das ist nämlich ihr Podcast zu ihrem gleichnamigen Buch. Aber sie hat auch einen anderen Podcast, der Und sonst so heißt. Und ich weiß nicht so ganz, was der Unterschied da ist, weil die Themen eigentlich sehr ähnlich sind. Ich glaube einfach nur, dass der Relationship Podcast dazu da ist, dieses Buch zu promoten, aber eigentlich die gleichen Themen behandelt wie Und sonst so auch. Diana redet in dem Podcast wirklich viel über das Thema Relationship, also eine Beziehung zu mir, und redet da zum Beispiel über Feminismus, über Beziehungen, aber auch über Tabuthemen, würde ich mal sagen. Da ich Diana einfach total gerne mag, wenn ich auf Instagram regelmäßig ihre Storys angucke und regelmäßig supporte und dort verfolge, mag ich den Podcast auch einfach sehr, sehr gerne, um ab und zu noch Updates über ihr Leben zu haben oder zum Beispiel auch über andere Themen zu erfahren, wie das Thema Investieren, was sie auch einmal angesprochen hat in ihrem Podcast. Der zweite Podcast, der auch super, super hilfreich, wo ich auch sehr viel gelernt habe von, ist der Podcast Sprachnachrichten von Jaco. Vielleicht kennt ihr Jaco ja schon von YouTube, sie hat nämlich auch einen YouTube-Kanal und daher kenne ich sie eigentlich auch. Ihre Videos gucke ich jetzt nicht so oft, aber ich höre sehr gerne ihren Podcast. Ich habe das Gefühl, dass Jaco die Themen immer sehr intensiv anguckt und sich sehr viele Gedanken über die Themen macht und dann auch eine andere Perspektive hat als viele andere Leute. Deswegen finde ich ihre Podcasts immer sehr interessant und sehr spannend, auch weil sie so Gedanken aufgreift, die ich vorher noch nie irgendwie gehört habe, sage ich mal, bei einigen Themen. Ich habe ihren Podcast letztes Jahr sehr gerne gehört, als ich im Januar mein Praktikum gemacht habe und da immer jeden Tag 2 Stunden mit der S-Bahn fahren musste. Da habe ich ihren Podcast wirklich durchgesucht und mittlerweile macht sie, glaube ich, ihren Podcast nicht mehr so regelmäßig. Die letzte Folge war einfach letztes Jahr im Juni, also schon über ein Jahr her. Ich weiß nicht, ob sie damit jetzt aufgehört hat oder ob sie den noch weitermacht, aber irgendwie woanders, müsst ihr mir mal sagen, falls ihr das wisst. Jedoch hat Jaco aber 30 Folgen da, die ihr euch noch anhören könnt. Der dritte Podcast zum Thema mentale Gesundheit ist The Minimalists Podcast. Wie der Titel auch schon sagt, geht es um das Thema Minimalismus. Und obwohl sie teilweise auch dieses typische Kleiderschrank aus, ein bisschen was soll ich kaufen ansprechen, reden sie auch viel über andere Dinge, die im entferntesten Sinn mit Minimalismus was zu tun haben, aber vielleicht nicht direkt damit assoziiert werden. Beispielsweise gab es schon Folgen, wie man fokussierter arbeiten kann, wie man gute Beziehungen führt, wie man selbst ein gutes Leben führt, und solche Fragen behandeln sie auch in ihrem Podcast. Übrigens waren noch alle Podcasts auf Deutsch, aber das ist der erste Podcast, der auf Englisch ist. Aber eigentlich ist die Sprache relativ einfach zu verstehen, würde ich sagen. Und es gibt von den Podcast-Hosts mittlerweile auch einen Netflix-Film zum Thema Minimalismus. Vielleicht habt ihr den ja auch schon gesehen. Der letzte Podcast zum Thema mentale Gesundheit ist der Podcast Gut Genug, mein Lieblingspodcast. An der Stelle nochmal eine ganz kleine Werbung. Und zwar kommen neue Folgen immer am 1. des Monats online und die nächste Folge kommt dementsprechend auch am 1. August wieder online. Bei der Kategorie Entertainment habe ich tatsächlich nur einen Podcast, den ich gerne höre bzw. gerne gehört habe, da dieser Podcast jetzt auch leider zu Ende ist. Der Podcast heißt Muss das sein? Und der Podcast behandelt sich auch genau mit dieser Frage und sie reden über mehrere verschiedene Themen, wie zum Beispiel über das Thema Erwachsenwerden, über das Thema Ängste. Sie haben auch über das Thema Minimalismus geredet und über das alles und
fragen sich dann immer, muss das sein? Und diskutieren dann darüber, aber machen es halt einfach sehr humorvoll, weswegen ich das auch unter der Kategorie Entertainment gemacht habe. Ich finde diesen Podcast einfach cool, wenn man sich über Dinge Gedanken machen möchte oder was darüber lernen möchte, aber das Ganze auf eine spielerische, lustige Art und Weise machen möchte. Die letzte Kategorie ist die Kategorie Sprachenlernen. Dort habe ich 3 Podcasts für euch. Und zwar erstmal den Duolingo-Podcast. Den Duolingo-Podcast gibt es in mehreren Sprachen. Ich weiß gar nicht genau, wie vielen. Ich persönlich höre ihn aber sehr, sehr gerne in Spanisch. Und zwar reden dort diese Leute, die den Podcast machen. Ich weiß gar nicht, das sind immer andere, deswegen weiß ich gar nicht, wer das genau ist. Aber die Leute reden immer auf einer Fremdsprache und du kannst halt diese Konversation anhören und dadurch das Ganze sozusagen lernen, weil halt die Sprache wirklich sehr einfach ist. Beim Sprachenlernen finde ich, ist es einer der wichtigsten Aspekte, dass man wirklich in die Sprache sehr tief eintaucht und immer sehr viel hört, liest und sich mit der Sprache umgibt. Und das ist natürlich Podcast einfach eine der besten Möglichkeiten, genau das zu machen. Der nächste Podcast ist ein koreanischer Podcast und zwar ist es Talk to Me in Korean. Die haben nämlich auch einen Podcast, wo sie Grammatikstrukturen erklären. Ich persönlich lerne sehr gerne mit dem Talk to Me in Korean Arbeitsheft und zu diesem Arbeitsheft gibt es halt auch diesen Podcast, der sozusagen begleitend dazu diese Grammatikform erklärt und dann auch noch die Aufgaben dazu gibt. Falls dir das ein bisschen zu langweilig oder zu anstrengend ist, gibt es aber auch den Iagi Podcast. Also Iagi heißt Story auf Koreanisch. Und das ist ja genau das gleiche wie der Duolingo Podcast. Und zwar gibt es dort einfach Geschichten. Ich hoffe, dir haben diese Empfehlungen vielleicht ein bisschen geholfen. Ihr könnt auch mal sehr gerne eure Lieblingspodcasts in die Kommentare schreiben. Da finden wir sicherlich noch weitere coole Ideen. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.